Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und heute ist bei mir der Jeff Seeg. Er ist 55 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Los Angeles und lebt im Grunde sein ganzes Leben schon in Berlin und Leipzig. Er hat mehrere Unternehmungen in seinem Leben schon gehabt und hat ein Ingenieurbüro mit 80 Mitarbeitenden gegründet und hat dort ein Arbeitsumfeld kreiert, was unter anderem dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen über 10 Jahre ein organisches Wachstum von jährlich 20% erreicht hat. Darüber und andere Themen werde ich mich heute im Podcast mit ihm unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jeff, grüß dich, schön, dass du da bist. Hey, hi Christian, schön, dass ich hier sein darf. Wir sind ja hier in Leipzig auf dem Agile Barcamp und für die, die noch nie dabei waren, das hat ja Jahre zuvor, vor der Corona-Pandemie, damals in Räumlichkeiten stattgefunden, was zufälligerweise euer Ingenieurbüro war. Das war ein ganz tolles Loftbüro, sehr groß, sehr offen mit Installationen drin und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und du warst damals der Geschäftsführer dieses Ingenieurbüros, hast das in der Zwischenzeit verkauft, aber man kann natürlich sagen, dass ihr überdurchschnittlich erfolgreich wart. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, warum habt ihr so gearbeitet, wie ihr gearbeitet habt? Was habt ihr anders gemacht, als typischerweise in der Branche der Standard ist? Das ist ein bisschen so meine Herkunft. Für mich steht der Mensch irgendwie so im Vordergrund. Und so als beratender Ingenieur geht es ja darum, auch Ideen zu verkaufen, ne? Also oder Ideen erstmal zu kreieren und Ideen zu haben. Und ich habe mir mal gedacht, okay, das braucht auch so ein kreatives Umfeld irgendwie, um da gut dabei zu sein. Sicherlich war eine Schwierigkeit auch, weil Ingenieure stehen nicht auf der Straße. Man muss da also auch gucken, dass man welche kriegt. Und so ist die Idee entstanden, das alles ein bisschen offen zu gestalten, agiler zu werden, transparenter, also auch mehr für die Kollegen im Weiterbildungsbereich machen zu können, interessant zu wirken. Und so fingen wir dann so langsam an, Ideen zu entwickeln, wie das eigentlich gehen könnte. Und das war vielleicht auch schon zu einer Zeit, du sagtest ja gerade, ich bin schon 55, ja, zu einer Zeit, wo Scrum und Kanban noch gar nicht so wirklich auf dem Tablett waren, so, ne? Wenn du sagst, das war damals noch nicht so auf dem Tablett, aber trotzdem habt ihr ja durchaus beachtliche Ergebnisse erreicht mit dieser anderen Form der Zusammenarbeit, die ihr bei euch erreicht habt. Vielleicht gehen wir mal ein kleines bisschen zurück. Welchen Grundannahmen folgst du eigentlich, wenn es um das Thema Zusammenarbeit geht? Ja, es ist natürlich sehr wertebasiert, so, ne? Das hat auch so eine christliche Fundamentation sicherlich bei mir, ja. Aber so wie ich möchte, dass Menschen mit mir umgehen, so möchte ich auch gerne mit denen umgehen, ne? Also dass da so eine grundsätzliche Vertrauensbasis entsteht. Und meine Idee war immer, wenn es uns das gelingt, tatsächlich zu schaffen, dann können wir super erfolgreich sein vielleicht, ne? Und so fingen wir dann an, einzelne Modelle zu machen. Dazu gehört natürlich auch Transparenz vor allen Dingen, ne? Wo wollen wir hin? Wie sieht's bei uns eigentlich gerade aus? Ja, wie ist das wirtschaftliche Umfeld so, unserer Unternehmung? Und so fingen wir dann an, so Klausuren zu machen. Also einfach alle zusammenzubringen, Neujahrsklausur zu machen, den Plan fürs Jahr zu machen. Ne? Da fangen jetzt schon so erst OKR-basierte Sachen so an, die damals gar nicht so in dem Kontext standen. Und ich merkte dann einfach, okay, durch Partizipation, durch ehrlichen, anständigen Umgang, durch gute Gespräche, die man mit den Mitarbeitern führen kann, kannst du unheimlich viel bewegen. Und das ist irgendwie der Nukleus für eine großartige Unternehmensentwicklung letztendlich. Auch die Partizipation am Erfolg, auch das war ein wichtiger Baustein, den wir gebaut haben. Wir haben ja als Unternehmen letztendlich 20% des Gewinns jedes Jahr auf die Mitarbeiter ausgeschüttet. Mit einem sehr transparenten Modell, die noch ein bisschen natürlich berücksichtigte, wie stark der Impact eines entsprechenden Mitarbeiters vielleicht auf das Ergebnis war. Aber auch das war
ist simpel, weißt du, ist einfach, klar, transparent. Jeder hat das geglaubt und gelebt und fand das dann irgendwie auch ganz cool so, ne? Das war dann immer so ein 13., manchmal vielleicht auch ein 14. Gehalt, je erfolgreicher wir dann so waren, ja. Aber es gab kein 13. Gehalt, ja. Also das ist, das war alles passiert. Komm, lass uns was machen. Und wenn wir erfolgreich sind, dann teilen wir auch irgendwie so, ne? Oder dann seid ihr mit dabei. Jetzt hast du also gesagt, so ein bisschen vielleicht auch christliche Werte, auch das Miteinander in einer Beziehung stehen, vielleicht auch diesen etwas überstrapazierten Begriff Augenhöhe herstellen, psychologische Sicherheit, das im Vorgespräch gefallen, das Zwischenmenschliche, also das Wertebasierte. Aber hattest du für dich so einen Masterplan? Hast du gesagt, also wenn ich das tue, dann erreiche ich das und das, dann werde ich erfolgreicher? Oder was war so deine Grundmotivation darüber hinaus zu dem, was du gesagt hast, dich vielleicht nicht in dem typischen Management-Diskurs zu begeben oder in den typischen Management-Ansätzen zu arbeiten, sondern was war so dein ganz persönliches Momentum oder du hast ja auch Nukleus gesagt, genau diesen Weg einzuschlagen? Oh wow, ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen zurückgehen, weil das sind ja immer so Lebenserlebnisse, die man hat. Also erstmal bin ich jemand, der über einen zweiten Bildungsweg gekommen ist. Ich bin so mächtig in der Schule ziemlich abgestürzt und habe eine mittlere Reife hingelegt, gerade so, ja. Und bin dann in eine Lehre gegangen und habe in der Lehre alles das erlebt, was ich jetzt in der Zukunft oder in der Gegenwart verhindere, sozusagen. Ja, also sehr direktive Führung, Mobbing, ein Job, der keinen Spaß macht. Also war irgendwie alles dabei und ich glaube, ich habe diese Zeit irgendwie nur erlebt, weil ich auf der sportlichen Ebene sehr erfolgreich war oder auch viel Spaß hatte und da auch sehr erfolgreich war und ganz viel gelernt habe in dieser sportlichen Zeit, so, ne, auf hohem Niveau, was Teambuilding und Erfolg auch ausmacht, auch zwischenmenschlicher Erfolg. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Basis gelegt worden bei mir. Es geht um die Menschen, ne? Es geht immer, gerade im Dienstleistungsbereich, wie kann ich Menschen, und da ist der Sport oder der Mannschaftssport, in dem ich da war, spielt große, wie kann ich die eigentlich zur Höchstleistung bringen und was steckt dahinter? Und es geht eben nicht mit irgendeiner Unehrlichkeit oder sowas, gerade wenn man es nachhaltig gestalten will. Also auch die nachhaltige Gestaltung war für mich auch immer ein Riesenthema, so, ne? Und das konnte ich dann über einen zweiten Bildungsweg, dann Fachhochschulstudium, dann wurde ich wieder besser, ja. Das war eine tolle Zeit und hatte dann irgendwann die Chance, das dann tatsächlich auch unternehmerisch einzubringen, so diese frühen Lebenserfahrungen irgendwie, und die in so mein Businessmodell reinzubringen. Und wenn man irgendwie gemeinsam erfolgreich ist und wenn man wertschätzt, ja, wenn man es auch wirklich auf Augenhöhe sagt, das ist so schön, also mit Herzen wertschätzt, so, ne, ohne doppelten Boden, nachhaltig so, und Transparenz bringt und alle an den Tisch holt und kollaborativ ist. So, ne? Also alles, was wir jetzt so auch kennen natürlich aus der agilen Welt, ja, dann sind Teams zu großartigen Dingen fähig. So, ne? Das hat mich immer fasziniert. So, ich hatte irgendwie immer mehr. Darum, du sprachst vorhin, wir sind mit 20% pro Jahr im Durchschnitt gewachsen. Das war super toll und natürlich auch völlig verrückt, ja, wenn man 20% ist schon echt völlig verrückt. Aber mir war immer wichtig, dass wir eben auch noch so ein EBIT hatten von 8% oder so. Also wir hatten, und das hat mir dann gereicht, weil der Journey Spaß sozusagen für mich immer irgendwie noch ein bisschen weiter im Vordergrund stand, als jetzt eine gigantische EBIT-Marge zu haben. Aber bei 20% Wachstum, 8% EBIT zu haben, das ist auch schon ziemlich gut, ja. Und darum, ich bin auf der anderen Seite, und es kommt durchaus auch aus dem Sport, ich will schon Success haben, so, ne? Also das, ich habe dann auch gepusht und gesagt, nee, das ist jetzt, wir wollen Geld verdienen, ihr kriegt was davon ab, ich will auch was davon haben, ja. Also das, wir müssen schon Tore schießen, ne? So, also nicht hier irgendwie 0-0 spielen und irgendwie eine tolle Zeit haben und so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da ist schon auch Competition bei mir ganz schön drin. Ja, so hat sich das dann so langsam entwickelt, ja. Und immer lernen, so, ne, immer diese Lernkurven ziehen. Jedes Jahr, ich hatte kurz angesprochen, diese Neujahrsklausur oder so, ne, also jedes Jahr trafen wir uns für 2 Tage und haben irgendwie alles so ein bisschen in Frage gestellt und wurden da drin natürlich auch immer besser. Ja, das ist ja auch so toll, ne, das fängt total stark sich an.
Und ist dann nach, weiß ich, ein paar Jahren ist das so wie so ein Motor, ne, der so surrt, ja. So. Und das fand ich auch irre, so, ne, fand ich spannend. Also du hast jetzt ganz viel auch Biografisches mit reingebracht, total spannend, das zu hören und auch so ein Stück weit auch zuzuordnen, ne? Auch die Antipattern, die du so hautnah erlebt hast, die manche, die vielleicht einen ganz linearen Lebensweg hatten und immer nur Erfolg hatten, gleich gar nicht kennenlernen. Du sagst es Teamsport und hast dann von Toreschießen gesprochen. Warst du Fußballer oder was war der Sport, den du gemacht hast? Also ich war ursprünglich, ich habe mit Fußball angefangen in der Jugend, aber dann habe ich American Football gespielt und hatte da eben auch so ein Pattern, Spieler zu sein, 10 Jahre lang, von 18 bis 28. Und dann aber auch noch so parallel schon anzufangen, auch Vorstand zu sein, Jugendwart und so. Das war ein tolles Ding für mich, Vereinspräsident. Hier in Leipzig, die Leipzig Lions als Präsident sozusagen auch zu führen ein paar Jahre. Also es war so meine Welt. Und da so sportlich natürlich, aber auch so Management-Skills, ne, die man einfach beim Doing, so beim praktikablen Doing so einfach sich aneignet, ne? An die denke ich oft zurück jetzt, an diese Zeit, ne? Das ist schon so, ja, da kommt das her, ja. So, jetzt hast du später also ein Unternehmen übernommen von deinem Vater, ja, die Secon in Leipzig. Und das ist ja ein Ingenieurbüro gewesen. Und wenn ich das Ingenieur so betone, dann weiß man natürlich, wenn man mit Ingenieuren arbeitet, das ist schon auch ein bisschen ein Stereotyp an Mensch. Ja. Und mich interessiert natürlich mal, du hast also alles das mit reingebracht an Background, den du beschrieben hast. Dann hast du gesagt, ihr habt angefangen mit jährlichen Planungssessionen, also quasi ihr habt mit jährlichen Iterationen angefangen. Aber das alleine wird ja nicht ausgereicht haben, um so einen durchschnittlichen 20% Wachstum über 10 Jahre hinzulegen, sondern da braucht es ja natürlich noch viel, viel mehr. Und wahrscheinlich hattest du da auch gar keinen Masterplan. Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, also was ist dann so eigentlich passiert über die Zeit, als du dann Geschäftsführer warst, ihr eure jährlichen Planungsmeetings hattest, als ihr dann eure Boni noch umgestellt habt. Also was hast du beobachtet, was habt ihr getan gemeinsam, um dahin zu kommen, diesen Erfolg auch einzufahren? Es war schon ganz spannend und es war eben überhaupt nicht linear. So, mein Vater, er hat das Büro 1900 im Frühjahr, darum sage ich extra Frühjahr, 1989 gegründet. Also es war ein halbes Jahr vor der Wende, ja. Und es war in West-Berlin, so. Und das West-Berlin war ein total gekapselter Markt, für einen neuen war da null Platz, ja. Und, ich habe eine Lehre dann noch gemacht, also nach der mittleren Reife, dann habe ich eine Lehre gemacht und, bin Vermessungstechniker auch. Als Vermessungstechniker kann man so ein bisschen zeichnen und so, ja. Und dann konnte ich dann meinen Vater unterstützen in dieser sehr familiären, im Keller gegründeten kleinen Büro, so, ne. Und dann wurde das aber irgendwie größer, ja. Und dann kam die Wende natürlich und auf einmal sprang das alles auf. Und so sind wir dann relativ schnell irgendwie gewachsen. Das ging irgendwie ganz schnell, da war ja eine irre Nachfrage, so das ging so bis 98, also so die ersten 9, 10 Jahre, eine Wahnsinnsnachfrage, irres Investitionsvolumen in die Bauindustrie oder in den Baubereich letztendlich. Und da sind wir voll eingestiegen und sind dann relativ schnell so gewachsen von 2 Menschen auf 25 oder 30 waren wir, glaube ich, in der Zeit. Aber da war dann doch sehr, Ingenieure waren irgendwie, haben wir gar nicht so richtig mitgekriegt, dass der Markt dann irgendwie, also wir haben schon natürlich mitgekriegt, aber wir haben es irgendwie nicht so richtig vorausgesehen, ja, dass da natürlich fehlenden Investitionen aufgrund von steuerlichen Modellen, die dann nicht mehr zur Verfügung standen, brach dieser Markt halt fundamental zusammen. Und die Bauindustrie verlor dann ab 98 jedes Jahr 10% an Volumen. Also das ist irre, ne? Über 10 Jahre 10%. Also das war eine Wahnsinnszeit, die ich auch so schnell nicht so vergessen werde, weil dann wir relativ schnell eben auch in dieser Abwärtskurve einbogen. Wirklich dann reduziert waren am Ende auf ein Büro von 4 Leuten in Berlin und was mein Vater dann noch geführt hatte, bevor er dann auch in Ruhestand gegangen ist. Und ich glaube, wir waren vielleicht 5 hier in Leipzig oder sowas, ne? Und wie das immer so ist in der Krise, ne, dann irgendwie fing es dann eben auch für mich an, dass ich überlegt habe, okay, was sind das jetzt eigentlich und wie gehe ich damit um? Und da habe ich ja an der Handelshochschule in Leipzig nochmal ein MBA gemacht und der hat mich total
geöffnet, so, ne? Eben auch betriebswirtschaftliche Modelle zu denken und zu meinem ingenieurtechnischen Wissen eben diese Welt noch dazu zu gewinnen. Und über das, was wir hier gerade reden, ist eben auch ganz stark, gerade an der Handelshochschule wird es natürlich auch sehr stark gelehrt und so. Das war total hilfreich für mich, dann eben so Modelle zu fahren. Und dann fing das eben tatsächlich an mit sehr, sehr wenig Leuten so, ne? Darüber nachzudenken, Mensch, flache Hierarchien, kollaborativ arbeiten, ein Moment im Januar zu haben, der Sammlung, der Ideenentwicklung, dann auch langsam Ziele zu messen und OKRs so ein bisschen einzubauen, die damals noch gar nicht so hießen, und eben auch darüber nachzudenken, was tut uns gut, und immer den Menschen im Vordergrund. Und dann entstand diese Dynamik so, ne? Und da sind wir eben unheimlich gut in Schwung gekommen. Also wenn man beim Menschen so, ja, wenn man dann so dieses Ehrlichkeitslevel dann hat und eine Gemeinsamkeit, eine Transparenz, ein gemeinsames Ziel, gute Ideen, Partizipation, dann ist irre, was zu erreichen so, ne? Und das war's dann, ne? Und dann ging es erst so richtig vorwärts. Bevor wir dann das Vorwärtsgehen nochmal reinschauen, aber wenn du sagst, den Menschen nach vorne stellen, das ist natürlich erstmal leicht gesagt, aber ich erlebe zumindest in vielen Organisationen, dass die Menschen nicht vorne stehen, sondern andere Attribute nach vorne gestellt werden. Wie ist es dir und euch gelungen, genau diesen Aspekt in der Praxis auch umzusetzen? Also hast du da so ein paar Beispiele? Also da kam mir total mein Lebensweg einfach zugute. Das war diese Lehrzeit, diese 3 Jahre, die für mich eine Katastrophe waren im Grunde genommen, in jeglicher Hinsicht, ja, in Hinsicht der Führung, in Hinsicht, was mich selbst motivieren würde, wie man mit Menschen umgeht, egal wo man da hinguckte, es war eine ganz schreckliche Zeit für mich, die ich erstmal so aufgesogen habe und mitgenommen habe. Dann war für mich eine ganz förderliche Zeit, einfach meine sportliche Zeit oder meine Funktionärszeit als Mitglied eines Sportvereinsvorstandes sozusagen, ne? Weil natürlich habe ich ganz viel so intuitiv einfach mitgenommen über Teambuilding und wie man mit unterschiedlichen Menschentypen umgeht und so, ne? Und was man auch als Sportmannschaft eben erreichen kann, wenn man vielleicht nur durchschnittlich ist und trotzdem aufsteigt, ja? Was ist das eigentlich so, ne? Also Trainer war ich dann auch nochmal zwischendurch, ja, und all so eine Sachen. Und ich glaube, die Sachen habe ich so ein bisschen miteinander verarbeitet, um dann das richtige Modell zu finden, so, ja. Oder eben auch zu merken, wie es in unserem Dienstleistungsbereich geht es natürlich darum, wie schaffe ich es, das Individuum sozusagen ihm Spaß an der Arbeit zu vermitteln, und wie schaffe ich ihn dann auch noch gleichzeitig einzubinden in eine Gruppe von Menschen, die gemeinschaftlich sozusagen dann eben auch ein Ziel erreichen. Also wie eine Sportsmannschaft letztendlich ist das ja, da gibt es auch schöne Parallelen dazu letztendlich. Und das fand ich immer faszinierend. Also eigentlich hat mir das viel mehr Spaß gemacht, als jetzt Engineering wirklich zu betreiben. Ne? Aber wie ist dir das gelungen? Also wenn du sozusagen diese Metapher herstellst zum Sport, und wie habt ihr es denn bei euch konkret gemacht über das hinaus, was wir schon besprochen haben? Wir fingen mit Klausurformaten an. Ne? Also wir waren dann ja nur noch nicht mehr so viele, sagen wir mal 7 Leute. Und dann fingen wir an, eine Klausur zu machen. Ich hatte dann auch einen Berater organisiert noch dazu oder noch mit ins Boot geholt. Und wir fingen einfach an, uns an den Tisch zu setzen und besser kennenzulernen, also wirklich ganz fundamental, gemeinsam darüber mal zu reden, wie könnten wir die Dinge besser machen. Und dann haben wir uns ein paar Punkte aufgeschrieben, dann haben wir die verfolgt und dann sind wir vorwärts gegangen, so, ne? Und irgendwie ist da draußen gutes Momentum entstehen. Also auch die Stimme des Mitarbeiters hören, so, ne? Die haben ja oft auch super Ideen, also eigentlich immer. Und ein gutes Gespür fürs Geschäft und ein gutes Gespür für talentierte Menschen, die da draußen sind, die gerne auf unserer Reise mitfahren wollen, so, ne? Und dadurch ist das gelungen, und sicherlich auch, dass die Dinge, die wir dann besprochen haben, auch tatsächlich implementiert wurden und ehrlich durchgeführt worden sind, nach einem Jahr wieder auf den Tisch kamen, diskutiert wurden, also so Feedbackschleifen gefahren worden sind.
Und dann kamen immer mehr Instrumente, so wurden da immer rangebaut, so letztendlich. Und wir hatten auch so wir haben sogar was Untypisches für Ingenieurbüros einer Größe. Vielleicht waren wir dann vielleicht so 20, 25. Dann hatten wir eine administrative Stelle im HR-Bereich. Also wir hatten an der Geschäftsleitung angebunden als Prokuristin, Head of HR sozusagen. Und nicht in Admin HR Specialist, sondern eher einen sozialen HR Specialist sozusagen, die dann mit uns weitere Modelle dann gebaut haben. Also wir haben einen Coach im Grunde genommen so reingeholt, so, ne? Und so ist uns gelungen, immer mehr Impulse zu setzen und immer attraktiveres Umfeld zu schaffen letztendlich. Mhm. Weil wir aus der Krise kamen, so, ne? Ich glaube, so muss man Agilität auch irgendwie verstehen, immer so, ne? Entweder du bist in der Krise und fängst dann an und musst irgendwie schnell hinterherkommen wieder. Ja, du musst ja einfach in der Allergie, die Agilität ist ja nichts anderes als, wie kann ich mit wenig Ressourcen und dem Faktor Mensch und einer guten Kommunikationsplattform, darum auch so Open Spaces, weil ich dann auch indirekte Kommunikation habe, ja, mit einer guten Unternehmenskommunikationskultur, also schnelle Meetings, das darf nicht so lange dauern, weil ich ja kein Geld habe, ja, aber ich muss mich oft treffen und so, also Dailies, Weeklies, Monthlies und Yearlies als Klausur denn und so, das kam dann so rein, so, ne, und darum waren wir ein bisschen so wie so ein Art Starter, weil wir ziemlich weit unten schon angekommen waren, so, ne. Aber mich fasziniert natürlich trotzdem auch nach wie vor, wie baue ich große Unternehmen um, ne? Wir hatten ja hier heute auch ein paar Beispiele dafür. Das ist gar nicht so einfach, ja. Also ihr kamt aus der Krise. Du hast dein persönliches Menschenbild mit reingebracht. Du hast deine Erfahrung mit reingebracht. Ihr habt Kommunikationsräume gebaut, die immer weiter entwickelt, wo ihr als Mitarbeiterschaft gemeinsam euer Unternehmen erfolgreich vorangetrieben habt, ja. Und irgendwann hattet ihr ja einen Punkt erreicht, wo du das Unternehmen verkauft hast. Warum hast du das getan und wie ging es denn danach weiter? Also genau so war es. Wir waren dann hochattraktiv geworden, so, ne? Weil das tatsächlich etwas war oder was es dann war oder etwas ist, was es so in unserer Branche selten gibt, so, ne? Wir hatten schon auch enorme Wachstumsraten organisch. Und damit einher ging ja auch eine relativ starke innovative Kraft, die sich dann auch in den Projekten ausdrückte, sozusagen, ne? Also es gab ja ein Interesse von der Auftraggeberseite her, mit uns zu arbeiten. Es lag ja nicht nur daran, weil wir jetzt irgendwie agile waren oder irgendwie cool oder so, sondern wir fingen dann an, da tatsächlich auch wirklich gute Ideen zu produzieren, so, ne? Das war eine wirklich gute Sache, so, ne? Bisschen, also zwei Themen waren das für mich, die mich dann veranlasst haben, darüber nachzudenken, ist es vielleicht besser, sich jetzt auch irgendwie zu trennen. Also das Ding war riesig groß geworden, aus meiner Perspektive, ne? Also nochmal, wo komme ich her? Ja, Vermessungstechniker mit meinem Vater im Keller, zwei Leute angefangen. Ne? Das war gar nicht so lange her. Und jetzt stand ich da mit 80 Leuten und kein Eigenkapital. So, ne? Das war wirklich das Thema, weil ich komme jetzt nicht aus einer vermögenden Familie. Ja, uns ging es nicht schlecht, würde ich mal sagen. So Mittelstand halt, aber das, was dann an monatlichen, und wir haben uns das Wachstum muss ja finanziert werden sozusagen. Und das haben wir immer aus dem Cashflow finanziert, so, ne? Also wir sind immer größer geworden und hatten immer weniger Cash auf der Bank, so, ne? Und dann kamen die ersten Linien so mit der Bank hinterher und dann die ersten mit der Sicherheit, also ein Familienhaus, das war so ganz, ganz klassisch deutscher Mittelstand dann abgesichert, aber das wurde irgendwie immer größer und mir wurde das irgendwie zu, ja, das hatte eine große Anfälligkeit für eine Bauwirtschaftskrise, wie wir sie vielleicht jetzt bald sehen werden, ja, oder gerade schon sehen, ne? Das hätte die Firma von der Liquidität her so nicht stemmen können, so wirklich. Und meine Bereitschaft war jetzt auch nicht unendlich zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie eigentlich gar nichts mehr, was ich dagegen halten kann. Jetzt weiß ich nicht, was ihr Banker euch jetzt noch so ausdeckt. Aber das ist irgendwie nicht so die Idee, so. Und das nahm ich natürlich ein und ich war hier in Leipzig und war dann voll am Managen und machen und tun und das Unternehmen führen. Und es gibt noch einen Seiteneffekt bei mir. Ich habe 6 Kinder, ja.
Und diese 6 Kinder, also ich habe 2 Kinder mit meiner ersten Lebensgefährtin, die lebten in Berlin, so, ja. Und mit meiner Ehefrau, mit der ich auch jetzt verheiratet bin, haben wir 4 Jungs nochmal, 2 Mädels, 4 Jungs. Und das ging irgendwie immer weiter verloren. Also Secon, also das Unternehmen, über das wir hier gerade sprechen, war ja auch das zweite Ingenieurbüro in Deutschland, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie damals gemacht hat. Also auch so ein Baustein, der mir persönlich sehr wichtig war, ne? Weil irgendwie musste ich immer, ist mir das total wichtig, ne? So Unternehmer zu sein und erfolgreich zu sein, ist cool, ja. Und brauche auch Zeit, ja, und irgendwie auch die Nacht und so manchmal und auch das Wochenende. Aber die Balance darf da nicht verloren gehen. Und bei 6 Kindern ist das natürlich ein ziemliches Gegengewicht auf der anderen Seite, so, ne? 2 davon noch in Berlin, so, ne? Und das bekam für mich immer mehr eine Unwucht, so, ne? Wo ich dann gesagt habe, nee, auch das ist ein wichtiger Aspekt zu sagen, also einmal immer größer werdendes finanzielles Risiko bezogen auf eine Krise. Mir war natürlich völlig klar, dass wir 2008 hatten wir eine Krise und dann wurde das Geld total günstig und dann gingen wir natürlich auch ab, ja, mit der ganzen Bauindustrie, wie alle, irgendwie die Immobilienindustrie ja auch wahnsinns wirtschaftliche Erfolge erzielt hat in den letzten 10 Jahren, so, ne? Und ich dachte dann immer, okay, das wird ein Ende haben und fand dann schon auch ein paar Indikatoren. Ich war 4 Jahre, 5 Jahre zu früh. Ja, das hätte man vielleicht noch länger ziehen können, aber darum geht's mir dann immer gar nicht so sehr. Also mir ging es dann auch darum, okay, aus dem Risiko rauszugehen, eine Balance in die Familie zu bekommen und eben auch zu schauen, das fand ich dann auch immer noch mal ganz spannend, wie ist denn das jetzt eigentlich so in der Konzernwelt? Die kannte ich ja noch gar nicht. Und war die Idee halt, an jemanden zu verkaufen, auch vielleicht der aus der Konzernwelt so ein bisschen kommt oder aus einer größeren mittelständischen Welt und da dann auch nochmal ganz spannende Erfahrungen zu sammeln. Und das hast du dann getan, bist dann ausgestiegen und jetzt bist du aktuell mit einer Idee unterwegs, die du vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben kannst, was du jetzt vorhast, was du jetzt machst, warum du das tust und auch wie da dein Ansatz ist, warum du es dort auch wieder ein bisschen anders machst, als man es vielleicht gewöhnlich machen würde. Ja, also mein Journey war dann so ein bisschen, erstmal so, und das muss ich so ein bisschen erzählen, um das dann auch vielleicht kurz zu verstehen. Wir hatten dann unser Büro an ein italienisches Familienunternehmen, also einen größeren italienischen Mittelständler veräußert. Die hatten noch ein zweites Ingenieurbüro im Portfolio aus Deutschland und eben auch ihr eigenes italienisches Büro, das waren 450 Leute. Da ging ich dann in den Vorstand und habe ihnen natürlich auch ganz tolle Erfahrung so im Interkulturellen. Das war auch nochmal wirklich spannend erlebt. Und bin dann nochmal nach dieser Zeit gewechselt zu dem größten deutschen Ingenieurbüro dort in den Vorstand hinein. Und habe auch nochmal so eine noch größere Welt für mich kennengelernt und erlebt. Und auf diesem Journey so ein bisschen habe ich natürlich auch wieder ein paar super spannende Leute kennengelernt. Und einer davon ist der Bernd Cordes, ja, und der selber große Unternehmen geleitet hat und auch ziemlich große Expertise im M&A-Bereich hat, auch gerade im Ingenieurbüro-Bereich. Und der sprach mich dann an mit einer ziemlich klugen und ich finde auch faszinierenden Idee, die dann auch verständlich für mich war, aufgrund meines Journeys sozusagen. Weil dieser ganze Markt der Architekturbüros und Ingenieurbüros, so, ne, das ist ja so ein Teilmarkt der Bauindustrie, der konsolidiert sich gerade total. Die Großen kaufen die etwas kleineren oder mittleren und die mittleren kaufen die kleineren. Und so keiner so richtig interessiert sich, oder doch interessiert sich schon dafür, aber keiner traut sich so richtig ran an die Größenordnung, weiß ich, so 30 Büros bis 10 Büros, so, ne. Weil das eben alles Human Resource ist, so, ne? Und das dadurch ist so ganz fragile, so, das fließt ja einfach weg. Ich nenne das immer ein flüssiges Asset, so, ne? Wenn du da also auf der Ebene Mensch nicht gute Ideen hast, und wir haben ja heute hier ganz viel oft darüber gesprochen, letztendlich, dann fließt es dir einfach weg, so, ne? Und das ist halt unheimlich vielen auch schon passiert. Und darum lassen da viele die Hände weg und das ist auch zu kleinteilig. Und da gehen wir jetzt ran, ne? Und sagen, okay, ist das nicht ein spannendes Segment? Diese Büros, die ja hoch innovativ sind, auch hoch profitabel und auch tolle Menschen so haben. Das ist ja für mich immer auch total wichtig. Sehr wertebasiert, sehr bodenständig, ja, sehr
angenehm, ehrlich, so, also so wirklich tolle Werte, tolle Büros, tolle Projekte. Natürlich mit regionalem Bezug, die sitzen irgendwo in Deutschland, ja, in Hessen, Rheinland-Pfalz, auch in kleinen Städten, haben so einen bestimmten Kreis von Kunden, den sie da betreuen und so. Und unsere Idee ist es halt, die zu erwerben oder eine Mehrheitsbeteiligung erstmal zu erwerben und die dann letztendlich aber in einem Netzwerk zu führen und das auch selbstmotivierend, selbstorganisierend in gewisser Weise ist. Also wir wollen nicht sehr stark eingreifen, wir wollen im Grunde genommen die Nachfolge da absichern, die da überall ansteht. Und dann die neuen auch Beteiligungen am Unternehmen und dann mit denen aber gemeinsam eben auch in so einem kollaborativen Gedanken auch so eine Kultur des gemeinsamen Handels entwickeln, des gegenseitigen Befruchtens und denen aber eine große Selbstständigkeit lassen, so, ne? So Sachen wie so ein Training Institute oder so, das könnte man zentralisieren vielleicht. Man könnte auch kaufmännische Dinge, so Servicegesellschaft vielleicht so langsam aufbauen. Aber nichts aufzugehen, sondern mit denen gemeinsam darüber nachzudenken, welche Services könntet ihr euch vorstellen, irgendwie zentral abzugeben? Was ist eure Erwartungshaltung dazu? Der Service muss einen Mehrwert haben. So, ne? Das ist so unser Gedanke. Und so wollen wir das so langsam entwickeln. Auch wieder mit so einem Nachhaltigkeitsansatz. Es ist, von Bernd Cordes sind die Söhne auch mit dabei und die Tochter und die Ehefrau und so. Also sehr familiär geprägt, das Ganze. Und auch auf lange Zeit gedacht, ja, und da ist auch ein bisschen Geduld drin, was es immer braucht für diese Prozesse, die in Konzernen in der Regel nie da sind, so. Und darum glauben wir, dass wir da erfolgreich sind. Und das beschäftigt mich gerade und macht mir auch viel Spaß, ja. Vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen, nochmal die Frage, warum bewusst willst du diesen Weg gehen? Also warum setzt ihr auf eine Netzwerkorganisation, also eigenständige Ingenieurbüros mit einer geteilten Wertebasis, mit an der einen oder anderen Stelle sicher zentralisierte Servicedienste, aber welchen Vorteil siehst du darin? Ihr könntet ja auch einfach das zusammenführen, groß pumpen und dann irgendwann da verkaufen. Also warum setzt ihr gerade auf dieses Modell? Naja, wir haben aus der Beobachtung und aus der eigenen Erfahrung, auch in diesen 4 Jahren, wo ich in größeren Strukturen tätig war, hatten wir ja auch Akquisitionen. So. Und das macht unheimlich viel mit Menschen. So. Und es gibt verschiedene Modelle. Also da gibt es verschiedene Modelle, das auszuprobieren. Manche gehen sofort mit so einer Art Baukasten rein und Firmenschild abschalten. Alles wird neu, alles wird anders. So eine Art Radikalkur, so. Andere machen das ein bisschen weicher, so, und gehen so Step by Step, verändern die alles. Haben aber meistens das Ziel, diese neue Akquisition in eine Konzernstruktur tatsächlich einzubinden, und sie Teil eines Ganzen machen, werden zu lassen, sozusagen. Und auf diesen Weg gehen aber aus der Beobachtung heraus natürlich sehr individuelle Wettbewerbsvorteile, die diese Unternehmen haben in der regionalen Verankerung, in der sie sich bewegen, verloren. Ja, die können dann nicht mehr so richtig bedient werden, weil der Bewegungsspielraum natürlich deutlich eingeengt wird von diesen Unternehmen, weil auch der Handlungsspielraum nicht mehr so stark ist. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das immer wieder zu großen, ja, Brain Drain, sage ich dann immer, ne, das fließt in einem erheblichen Maße, fließen gute Leute aus dem Unternehmen ab und fühlen sich nicht geborgen oder, ja, geborgen ist vielleicht ein schönes Wort dafür, weil psychologische Sicherheit, ja, ist ein ganz großes Thema. Die fallen da raus, ne, und im Zeitalter des Fachkräftemangels, der natürlich bei Ingenieuren enorm ausgeprägt wird, wird jede Akquisition bei uns in der Branche von mehreren Headhuntern begleitet, sozusagen. Also sobald bekannt wird, da verkauft irgendeiner, da ist ein Prozess, gibt es ganz viel Konkurrenz, die sofort sich da ans Werk machen, um da einzelne Leute rauszuschneiden. Und das ist letztendlich das Asset. Und bei einer großen Akquisition von, weiß ich, 250 Leuten mag das vielleicht verkraftbar sein, wenn 50 gehen. Aber wenn man nur 20 akquiriert, da gehen die 6 Besten, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Sache, so, ne?
Und darum auch eine hohe Sensibilität an dieser Stelle und eine hohe Ehrlichkeit. Und auch beim Bernd Cordes und auch bei mir kann man aber auch aus der Vita sozusagen ablesen. Und wir sind auch durch Verbandstätigkeiten und so langjährige, gut bekannt, dass das ja ein vertrauensvoller, ein ehrlicher Ansatz ist, den wir denn da vorschlagen letztendlich. Lieber Jeff, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deinen Weg, dass du uns hier hast teilhaben lassen. Danke, dass wir hier im Podcast miteinander gesprochen haben. Danke dir, Chris. Hat super Spaß gemacht. Danke dir.